Wenn wir einen Herzinfarktpatient übernehmen, versorgen und dann möglichst zeitnah auf einen Herzkatheterplatz von der Uniklinik transportieren, legen wir schon prophylaktisch diesen Patienten unter ein maschinelles Reanimationsgerät, ohne ihn zu reanimieren, ohne ihn reanimieren zu müssen und ohne das Gerät anzustellen. Aber sollte er auf dem Transport innerhalb dieser ersten 2 Stunden Rhythmusstörungen bekommen und reanimationspflichtig zu werden, haben wir eine optimale, effiziente Möglichkeit, sofort einzugreifen. Und es muss nicht einer von den 2 Mann des Teams anfangen, manuell zu reanimieren. Über einen Zeitraum von 1 Jahr haben wir mehrere verschiedene Reanimationsgeräte getestet. Uns erschien der Autopuls sehr einsatzfreudig und verwendungsfreudig. A, durch die Rückenplatte, auf der der Patient schon liegt. B, aufgrund der Tragemöglichkeit in dem Gurt. Und C, die Kompression des gesamten Thorax erfolgt durch das Bandsystem besser, unserer Meinung nach, wie durch einen Stempel. Abschließende Untersuchungsergebnisse werden Studien zeigen. Das Ziel vom Autopuls und der ganzen Reanimation ist, so eine kurze wie mögliche Hands-off-Zeit haben im Patienten. Also, dass er stetig reanimiert wird, da rettet ihm eigentlich das Überleben. Das Gerät macht uns eine sehr suffiziente und professionelle Reanimation, wo wir als Mensch schlichtweg nicht nachkommen.